Oh, ihr Landraden, willkommen zurück zu Let's Play Fire Emblem Sacred Stones. Heute mal im Piratenslang. Nicht so ganz. Trotzdem, ja. Willkommen zurück. Wir sind hier. Oh, welche Mission war das? 11. Das Geisterschiff, genau. Und wir haben hier so ein paar kleine Probleme, da ich mir nicht ganz sicher bin, wie ich das hier jetzt am geschicktesten angehen soll. Und dann, weil Mole da gerade so ein bisschen beschissen steht. Ich habe mir jetzt gerade mal einen Plan gemacht, der hoffentlich funktioniert. Da reicht ein Donner für. Wollte nicht den Blitz verschwenden. Mein Ziel ist es ja auch noch, Larachel und Dorsla zu rekrutieren. Das Blöde ist natürlich, dass ich dafür ja, zudehnen muss. Und ich mir die einfachste Möglichkeit dafür so ein bisschen verbaut habe. Das Einfachste wäre nämlich wahrscheinlich gewesen, wenn entweder hier Tana oder aber Cormac oder aber Vanessa sie Ephraim geschnappt hätten und rübergeflogen wären. Das ist jetzt gerade wahrscheinlich nicht so die beste Idee. Also brauche ich einen neuen Plan. Weshalb ich mich erstmal hier ein bisschen durcharbeite. Weil ich unter anderem unseren Heiler gerade ein bisschen retten muss. Und, ja. Wenn wir diese Runde überstanden haben jetzt hier, dann überlege ich gerne weiter, wie ich das jetzt am geschicktesten anstelle. Da wollen wir doch mal sehen. Ja, hier ist noch ein Bogenschütze, auf den muss ich vielleicht ein bisschen aufpassen. Und welche Reichweite habt ihr? Ich mole da nämlich ganz gerne. Was stellt sich da hin? Mit der Stahllanze, genau. Du stellst dich da hin. Mit dem Heilstab für sie. Mole wird gleich auf jeden Fall angegriffen, weil er ja noch dieser Gargoyle ist, aber. Hm. Ich weiß nicht, ich versuche jetzt bei dem gesamten Kampf ein bisschen in die Mitte zu verlegen oder so. Sollte jetzt auch nicht mit an Kolm rankommen, aber ich glaube, den kriege ich da nicht. Oder? Ja, ein bisschen. Lass mal sehen. Ja, zumindest aus dem, von dem einen kriege ich ihn weg. Dann stelle ich ihn jetzt mal da hin. Ach, das war jetzt auch nicht schlau. Ah, das ist eine beschissene Situation. Habe ich von vornherein ein bisschen falsch aufgebaut. Naja, was soll's. Ist jetzt auch zu spät. Also, wenn jemand stirbt, ist ja sowieso das Übliche, dass ich die Mission von vorne starten will. Und dann bin ich ja schlauer. Dann kann ich es ja besser machen. Du bleibst erstmal da stehen. Was haben wir hier? Cormac. Hier sind jetzt keine Bogenschützen, nur noch der hier. Das bedeutet, du könntest doch eigentlich. Du hast Level 12. Dann kannst du doch schon mal. Das ist jetzt ein bisschen riskant, aber ich mach's trotzdem. Cormac soll nämlich ein bisschen dabei helfen, die beiden auf dem anderen Schiff zu beschützen. Die haben ja auch eine Planke darüber liegen. Und vielleicht ist es dann doch besser, wenn man denen ein bisschen helfen kann. So, Tana. Ah, wobei, kann ich die nicht retten? Dann könnte ich auch einfach Larachel hier rüberkarren. Hm, das ging ja vielleicht auch ganz gut. Kann ich das gerade mal ausprobieren? Nein, kann ich nicht. Stattdessen kümmere ich mich lieber um dieses Auge hier. Stopp. Der kommt. Nee, kommt auf keinen Fall ran. Gut. Dann machen wir dich Platz. Das reicht aus. Easy. Easy going. So, jetzt so gut. So, und jetzt? Ja gut, das ist nicht so schlimm, das war auch zu erwarten. Was? 10 Schaden? Ui, das wäre ja nicht so nice gewesen. Amelia, du bist ein Ritter mit zu wenig Verteidigung. Aber nicht so schlimm, das sieht gerade eigentlich akzeptabel aus. Ja, Ross, der steckt das schon weg. Ist immer noch unser starker Knüppler und 99 Trefferwahrscheinlichkeit gegen ein Schwert. Kann ich mich nicht beklagen. Ja, die bewegen sich da alle, das ist nicht so schlimm. Das Problem, was ich gerade auch so ein bisschen sehe, ist die Zeit. Da die Mission ja beendet wird, sobald wir alle Gegner platt gemacht haben. Und, naja, ich will jetzt nicht aus Versehen alle Gegner platt machen, sodass ich die beiden nicht mehr rekrutieren kann, weil, gut, Larachel und Dosla werde ich wieder nicht benutzen. Das war in dem Sinne relativ egal, aber, rekrutieren möchte ich sie eigentlich doch gerne. Wenn es denn möglich ist, was eigentlich der Fall ist. Ich muss mir nur einen Plan dafür überlegen. Joshua schlägt sich gut. Zumindest besser als letztes Mal. Da gab es ja so ein paar kleinere Schwierigkeiten mit ihm. Ich muss dringend nochmal nachgucken, wo ich ein Ozeansiegel herkriege. Weil gut, ja, eins haben wir, schön. Aber so in welcher Mission man ein zweites kriegen kann. Für, ja, halt entweder Kolm oder
Nee, zwangsweise eigentlich für Ross, weil Colm soll das erste kriegen, damit wir auf jeden Fall schon mal Schlösser weiter öffnen können. Der Dietrich ist bald weg. In der nächsten oder übernächsten Mission ist das, glaube ich. Ne, wenn dann in der übernächsten. Müssten wir die Möglichkeit kriegen, den Geheimshop wiederzufinden. Dass man sich auch wieder die Dietriche kaufen kann. Allerdings könnten wir halt genauso gut Colm entwickeln. Ja, Vanessa muss gerade ein bisschen anstecken. Das finde ich auch nicht so gut. Weil ich halt echt Probleme mit dem Heilen habe. Ich habe kein Purgativ oder sowas. Okay, er greift tatsächlich Joshua an. Hätte ich jetzt nicht unbedingt mitgerechnet. Ah ne, er kommt ja an Colm gar nicht ran. Dann ist natürlich verständlich. Und das war jetzt nicht so gut. Da wäre es mir, glaube ich, lieber gewesen, wenn der Gegner überlebt hätte. Denn jetzt dürfte der andere Typ, also der Bossgegner, auch noch rankommen. Und das muss ja jetzt nicht sein. Die Augen auch noch, stimmt's. Alter, wie mache ich das denn? Ach, und der hat natürlich einen Langspeer. Ich finde das verwirrend. Ich denke mal, ja, es ist ein Schwert dargestellt, werden die auch ein Schwert haben. Aber nee, das ist ja leider nicht ganz so einfach. Also die Schiffsmission in Fire Emblem fand ich meistens eigentlich relativ human, da man auch oft einfach nur die Gänge versperren konnte und fertig. Aber hier... Ja, genau, das ist das Problem. Yay! Aber hier müssen wir leider vorwärts marschieren, was ich scheinbar auf jeden Fall nicht genug gemacht habe. Naja, das bedeutet so das Übliche, ich darf die Mission von vorne machen. Yay, toll! Ja, mal gucken, ob ich das irgendwie wieder hinkriege. Naja, bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe es jetzt mal, ja, praktisch so gemacht wie gerade auch. Nur, dass ich, glaube ich, einen Charakter... Ich habe Colm jetzt gar nicht mitgenommen, sondern Garcia, weil ich glaube, Colm kann eh nichts machen. Und ich habe jetzt unsere Flugeinheiten auch alle nach unten geschickt, beziehungsweise halt Vanessa nach oben, auf jeden Fall hier nach hinten, damit ich die jetzt alle holen kann und darüber bringen kann. Nachteil, was mir jetzt so wieder auffällt, ist, ich kriege Maul da wieder nicht so richtig geschützt. Werde ich wahrscheinlich hier irgendwie hinstellen, damit man ihn nach Möglichkeit nicht angreifen kann. Mal gucken, ist das irgendwie... Ach, das ist ein anderer, das erklärt's. Kann sich wohl weiter bewegen. Na, Sonnenmist. Gut, dann brauche ich einen etwas neuen Plan. Wie machen wir das? Du gehst... dahin... Du machst erstmal... Hast du nicht einen Langspeer? Wobei, dich brauche ich dann hier. Okay, also die Gargoyles da hinten muss ich auf jeden Fall loswerden. Oh, das war, glaube ich, ein Crit. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Dann kannst du vielleicht den Platz machen. Du hast doch noch einen Wurfball. Ja, das reicht aber nicht aus. Trotzdem, ein bisschen Schaden ist schon mal gut. So, der war hier. Ist jetzt blöd, sehe ich nicht mehr. Toll. Dann würde ich sagen... Du bist dahin. Machst den kalt. Ist blöd, ich muss den Bogenschützen da loswerden. Ach, jetzt fällt mir gerade ein, wie ich das hätte machen können. Na, jetzt ist es zu spät. Amelia hat nämlich den Langspeer. Oder? Hat sie doch. Hat sie nicht? Oh, dann hätte das auch nichts gebracht. Ja, gut. Dann würde ich mal sagen, jetzt kannst du auf jeden Fall den platt machen. Zwar auch ein bisschen riskant, sie da jetzt so reinzustellen, aber was soll's. Jetzt kannst du einen Schritt nach vorne gehen. So, damit kann er zumindest dahin. Das weiß ich nicht, ob mir das jetzt viel bringt. Auf jeden Fall kommt der nicht mehr ran. Kommt der neben mir ran? Der kommt dann neben mir ran, scheiße. Ja, dann wirst du dich jetzt mal kurz heilen müssen. Aber die Mission finde ich gar nicht mal so einfach. Ich weiß nicht so recht, was ich hier tun soll. Ich könnte mal mit dem Wurfball vielleicht mal lieber den Bogenschützen hier ausschalten. So wird Naomi dann höchstens einmal angegriffen.
Das muss dann... ja, beziehungsweise eben darf nicht reichen. Das ist alles nicht so ganz einfach hier. Aber gut. So, Tana, du gehst mal da oben und machst das Auge fertig. Sehr schön. Welches Level war Tana mittlerweile überhaupt? Ich weiß nicht. Ich habe völlig den Überblick verloren, wer wo war. Du warst 13, du warst auch 13. Gut. Ihr geht schon mal auf das Schiff hier und haltet euch bereit. Vanessa, du kannst schon mal hier hingehen und dir Dozzler schnappen. So kann ich ihn nicht mitnehmen. Das ist ja dämlich. Ach nee. 16 Konstitution. Nee, ich muss auf die Rettung achten, ne? Ich kann den gar nicht retten, oder? 16, das hat doch keine meiner Einheiten. Das ist jetzt blöd. Ich kann den Typen gar nicht retten da hinten. Scheiße, muss ich ja doch mit Ephraim dahin. Großartig, hätte ich das mal vorher gewusst. Okay, dass wir Dozzler rekrutieren, kann ich jetzt nicht garantieren, aber ich hole auf jeden Fall sie mal da raus. Mist, da muss ich jetzt doch noch irgendwie mit Ephraim... Okay, dann versuche ich mal, dass die beiden sich in der Mitte treffen können oder so. Dass ich Ephraim jetzt irgendwie weiter nach vorne bringe. Sollte eigentlich oben relativ problemlos gehen. Ich hätte vielleicht mal den Fackelstab benutzen sollen in der Mitte, dass man ein bisschen mehr sieht. Habe ich auch nicht gemacht. Naja, und wir haben jetzt auch keinen Dieb dabei, was ja eigentlich auch mal ein bisschen von Vorteil sein könnte, um mehr zu sehen. Irgendwie weiß ich bei der Mission... Ich weiß nur schon, was ich tun soll, aber ich kriege es nicht richtig gebacken. Könnte glatt sein, dass ich nochmal von vorne starten muss. Dann würde ich auch von vorne einen Ephraim nehmen und nach drüben schaffen. Das wäre sogar gar nicht mal so blöd, wenn ich mir irgendwie zwei starke Einheiten nehme. Also, weiß nicht, Ephraim und noch irgendwen. Und mit denen auf die andere Seite gehe, sodass ich die von beiden Seiten dann ganz gut angreifen kann. Das wäre sogar eine Idee. Könnte man auch probieren. Wäre vielleicht sogar die schlauere Variante. Na, wir werden sehen, wie es so läuft. Die ganzen scheiß Lanzen, lasst Joshua in Ruhe. Der stirbt doch gleich schon wieder. Das sehe ich schon kommen. Jetzt kommt da gleich wieder der Dingsbums an. Der Finster, Gargoyle, oder wie es denn hieß. Und macht dann genau 15 Schaden oder so. Jetzt kommen natürlich von da oben die Gegner. Das ist nicht so schlimm. Das ist ja zum Glück nicht so schwach. Der greift jetzt leider auch Namian. 12 Schaden. Oh Gott. Die Augen sind auch noch da. Oh, oh, oh. Das könnte... Was? Wieso? Oh. Langsperr, natürlich. Auf dem Sprite hat er ein Schwert in der Hand, aber er trägt natürlich einen Langspeer. Aha! Das muss doch nicht sein. Das könnten wir echt noch jetzt verkacken. Was ich persönlich, wie man sich vielleicht denken kann, gar nicht mal so toll finde, weil ich dann wieder von vorne anfangen darf. Natürlich noch einer mit dem Langspeer. Oh, das ist aber ein anderer. Der ist lila. Und bringt eine Menge Erfahrungspunkte. Naja, und du greifst echt Joshua an, ich glaub's nicht. Oh, danke. Das wäre jetzt echt scheiße gewesen. Meine Herren. Na gut, mach doch. Alter Schwede, das war jetzt nicht so geil. Okay, wie mache ich das, wie mache ich das, wie mache ich das? Ich brauche jetzt ganz schnell einen ganz guten Plan. Das Auge da oben muss weg. Loot, mach du mal kurz. Da muss der Gargoyle in der Mitte weg und ich muss Joshua da rausholen, damit er sich heilen kann. Ach Gott, sind da noch zwei.
Oh, das wird. Ich glaube, das wird ziemlich böse. Heilmittel, wie viel halten das? Halt, glaube ich, nur 10. Da steht es natürlich nicht dabei. Was ist mit dir? Schaffst du den? Schaffst du auf keinen Fall. Da gehst du ja drauf bei. Aber den schaffst du, oder? Den schaffst du. Das ist gut. Sogar mit Crit. Also irgendwie ist die Situation gerade... Ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden, ne? ich könnte ja auch dich so dahin stellen, dass es nicht reicht. Hast du Heilmittel? Ja. Du bleibst jetzt da stehen und benutzt meins. Ich habe gerade so ein paar Probleme auf einmal. Ah, hier hinter mir sind die ganzen Gegner, die ich mir gerade nicht so richtig loswerde. Hier sind wahrscheinlich auch noch ein paar Augen oder sowas. Kriege ich den vielleicht mit dir down? Nee, nie im Leben. Ja, scheiße, dann Ephraim. Das reicht nicht. Oh. Das ist blöd. Das ist zumindest eine Menge Damage. Mach mal. Hm. 13 HP hat er noch. Alter, das ist übel. Ich würde ihn schaffen, aber die Überlebenschancen sind halt nicht so gut dabei. 50%. Ich könnte auch Ross holen, aber dann ist Nami hier ungeschützt gegen den Typen. Schaffst du das? Das schafft nicht mal Ross. Okay, dann haben wir ein Problem. Es sei denn... Ich glaube, ich darf die Mission nochmal von vorne starten. Scheiße. Sieht gerade irgendwie nicht so gut für uns aus. Okay, pass auf, ich mache jetzt mal was ganz Dummes. Fackel. Ich glaube, das wird mich jetzt einen Sieg kosten, aber was soll's. Oh, wobei sind ja gar nicht mehr so viele. So, Ross muss da mal dahin. Das schafft er nicht. Ich glaube nicht, das schafft er nicht. So schafft das. Dankeschön. Oh, Ross, du bist wieder mal Retter des Tages. Alter Schwede. Mir ist bleibt nur zu hoffen, dass er gleich die Augen überlebt. Irgendwie habe ich nicht, definitiv nicht den Dreh raus, wie ich diese Mission hier machen muss. Na, was soll's. Oh, schöner Crit. Tja, toll. Und jetzt? Ja, kann ich nicht riskieren. Stahllanze. Das ist blöd, jetzt schaffe ich es wahrscheinlich, aber kann die beiden nicht rekrutieren, weil ich sie einfach nicht zu mir kriege. Okay, also hier, ich bin mir mittlerweile sicher, man muss Ephraim nehmen und rüberbringen, ansonsten ist das nicht möglich, die zu kriegen. Das bringt nichts. Okay. Und ein Crit, sehr schön, zumindest einer weniger. Ach, ich habe den Splinter ausgewählt, okay. Das ist jetzt auch gar nicht mal so schlimm, ich muss einfach nur überleben. Ich glaube, der Schnitter erhöht auch unsere Ausweichquote ein bisschen. Junge, Junge. Nicht schön. Definitiv nicht schön, was hier gerade abläuft. Noch mehr Augen. Ja gut, Loot dürfen sie angreifen, die schafft das. Die hat da überhaupt kein Problem mit. Behaupte ich jetzt einfach mal so. Sieht zumindest nicht schlecht für sie aus, ne?
machen. Das geht so einfach nicht. Das geht so nicht. Ach toll, da ist noch ein Auge. Das gefällt mir überhaupt nicht. Na toll. Okay, wir machen jetzt hier für heute erstmal Schluss und ich weiß nicht. Ich bin echt versucht, die Mission nochmal von vorne zu starten. Einfach nur, damit ich von Anfang an mit Ephraim hier rüberfliege, weil das funktioniert so einfach nicht. Wenn man die beiden rekrutieren will, sollte man Ephraim rüberbringen und nicht andersrum. Das funktioniert einfach nicht. Ich wiederhole mich, es funktioniert nicht. Ja, und irgendwie... Das ist beschissen. Das ist richtig beschissen. Ich weiß nicht, kommt irgendwer? Ich mache jetzt erstmal für heute hier Schluss und wir sehen uns das nächste Mal hier wieder. Ich muss mir jetzt irgendwas überlegen. Bis dann. Ciao.